Leute, wir haben uns die BMC Team Machine SLR 011 von Michael Gogel aus Österreich geschnappt, der damit morgen den sich direkt um die Ecke befindenden Quaremont hochballern wird. Wenn ihr Lust habt, euch gemeinsam mit mir das Rad anzuschauen, dann schaltet auf jeden Fall rein. Ganz ehrlich, ich durfte jetzt schon einige Räder bei GCN auf Deutsch vorstellen. Aber das Ding hier, finde ich, sieht richtig, richtig geil aus. Und ich hätte auf jeden Fall Bock, morgen, genau wie Michael Gogel, der uns das Rad zur Verfügung gestellt hat, bei der Flandern-Rundfahrt teilzunehmen. Michael ist 1,86 Meter groß und fährt die BMC SLR 011 Team Machine in der Größe 58. Ja, das Rad haben wir gerade gewogen. Es wiegt 7,8 Kilogramm, allerdings mit beiden Flaschen, die aber leer sind, müssen wir dazu sagen. Also ist auf jeden Fall auch gut leicht. Ja, die Wunderwaffe, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. So nice finde ich das Bike von Michael. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns Stück für Stück vor und beginnen erstmal bei den Laufrädern. Hier ist das britische Fabrikat handverbaut mit der 54 mm tiefen Felge. Außerdem fährt das Team Tubeless morgen im Rennen. Und jetzt fängt es auch schon an. Wir wissen, das Team fährt Tubeless. Wir wissen, sie fahren 28 mm breite Reifen. Wir können allerdings nicht sagen, welche Reifen sie fahren, denn diese sind geschwärzt. Und wir wollen an dieser Stelle das Geheimnis natürlich nicht lüften, dass Michael morgen eventuell aufs Podium der Flandern-Rundfahrt führen soll. Ja, bleiben wir bei den Handlaufrädern und gehen ganz kurz hier unten zur Scheibe. Hier haben wir natürlich eine ganz normale Dura-Ace-Scheibe von Shimano montiert. Vorne mit 160 mm Durchmesser und hinten das Pendant in 140 mm Durchmesser. Wenn wir von der Scheibe aus die Gabel nach oben wandern, kommen wir zum ICS Carbon Cockpit bzw. zum ICS Carbon Lenker, den Michael mit 40 mm Breite fährt. Außerdem hat er einen 140 mm langen Vorbau montiert, was ihn zu einer Sitzlänge von 61,5 cm führt. Ich würde sagen, der Mann ist auf jeden Fall morgen aero unterwegs und dementsprechend auch ziemlich schnell. Und wir machen direkt mit seiner Sitzhöhe weiter, wo wir schon bei den Zahlen sind. Da sitzt er nämlich auf 79,5 cm und hat eine Überhöhung von 15 cm. Jetzt habe ich gerade noch mal hier vorne auf den Lenker gedeutet. Hier sollten wir auf jeden Fall noch den in der Aero-Halterung steckenden Garmin Edge 830 erwähnen, auf dem Michael dann seine, wie er mir gerade eben im Interview verraten hat, Schwelle von ungefähr 450 Watt sich anschauen kann. Aber das war natürlich nur ein Spaßwert, also hier teaminterner werden nicht verraten. Ja, dann kommen wir von hier, dem oberen Teil des Rades, zum Antrieb. Und hier gibt es wirklich einige Besonderheiten. Ja, besonders hervorheben, weil sie einfach so schön aussieht, oder weil es einfach so schön aussieht, ist das Aero-Kettenblatt von Rotor, was hier die Rotor-Aldhu-Kurbel umschließt. Genauso ist ein Wattmesssystem von Rotor verbaut, auf dem Michael dann seine Wattzahlen sich anzeigen lassen kann. Und wir haben hier unten Dura-Ace-Pedale. Lass uns nochmal zurückkommen zum speziellen Aero-Kettenblatt. Hier fährt Michael nämlich nach intensiven Zählen 55 Zähne und sein kleines Ritzel vorne sind 42 Zähne. Ich würde sagen, der Mann hat auf jeden Fall was vor und ordentlich Kraft in den Beinen. Hinten bei der Kassette hat er allerdings eine Übersetzung von 11 bis 30 gewählt. Das heißt, er kann dann doch auch mal einen etwas leichteren Gang ketten, wenn es denn mal nötig sein sollte. Ja, was fällt uns noch auf an dem Rad? Erstmal diese völlig weiße, verwachste Kette. Was ist das? Das ist eine KMC-Kette, die mit einem speziellen Gleitwachs eingeschmiert wurde, damit Michael morgen noch widerstandsfreier unterwegs ist und so hier den sich direkt um die Ecke befindenden Quaremont raufballern kann. Außerdem haben wir einen Schaltkäfig von Ceramic Speed, der dann nochmal für die entscheidenden Watt im Antrieb sorgen soll. In Kombination mit dem Dura-Ace Di2 Schaltwerk von Shimano, denke ich, definitiv keine schlechte Sache am Rad. Ja, bleibt uns nur noch darauf zu sprechen, jetzt verspreche ich mich hier schon, weil das Rad einfach so beeindruckend ist. Wir müssen noch über den Sattel sprechen, denn der ist bei Kopfsteinpflasterrennen besonders wichtig. Und wir haben hier einen SLR Boost Kit Carbonio Superflow montiert. Wenn ich jetzt einen Dreher in dem Namen drin hatte, bitte verzeiht es mir. Es ist nicht so einfach, sich das bei den ganzen Teilen heute zu merken. Ich denke, mit dem Ding hier wird Michael, genau wie wir bei GCN auf Deutsch, keinen wunden Hintern bekommen und wir drücken ihm ganz kräftig die Daumen. Leute, ihr habt gemerkt, ich bin ziemlich begeistert von der Karre hier und ich hoffe hier auch von diesem Video. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da und folgt auch unserem Kanal GCN auf Deutsch. Wir würden uns freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Probike. Ciao, ciao aus Flandern.